Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 21. Dezember 2020. Ich war heute beim Urologen, bin mit der Rettung meiner Gemeinde gefahren und da hat mich jemand auf mein Videotagebuch angesprochen. Ich möchte hier mit der gesamten Rettung der Gemeinde, in der ich lebe, alles Liebe ausrichten, alles Gute für Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich hoffe, ihr verarscht mich nicht damit, aber ich glaube nicht. Den letzten Kommentar habe ich gelöscht. Ich weiß nicht, von wem der kam, aber über mein Gewicht braucht man keine Kommentare. Und wie gesagt, danke, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr sich rumspricht. Und ich wünsche euch allen bei eurer Arbeit viel Spaß und viel Freude und viel Kraft auch bei der schweren Arbeit. Und nur das Beste für das ganze Team. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich und meine Familie unterstützt. Und ja, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich muss auch heute schon anfangen mit meinen Weihnachtswünschen für dieses Jahr, meine Weihnachtsgratulationen, weil ich nicht weiß, ob ich am 24. Zeit habe. Um eins kommt am 24. Sonja und ich weiß nicht, wie lange die bleibt. Ein, zwei Stunden ist ausgemacht. Aber es könnte auch länger dauern. Und um 5 ist bei uns Abendessen. Also, hier, für alle, die mich dieses Jahr verfolgt haben, also meine Videos auf YouTube, und positive Kommentare geschrieben haben. Ich danke euch von Herzen. Es bedeutet mir viel, dass ich jetzt 91 Abonnenten habe. Daran ist Daniel in gewisser Weise schuld, weil er ein paar seiner Schulkollegen dazu aufgerufen hat. Und wer sich negative Kommentare nicht verkneifen kann, soll sie ruhig veröffentlichen. Aber ich werde sie löschen, kommentarlos. Und das habe ich nicht verdient. Aber ich muss mich nicht rechtfertigen. Und für alle, die positiv zu mir stehen und gern meine Videos schauen, auch wenn sie manchmal etwas durcheinander sind oder sehr müde oder mit geschlossenen Augen. Tut mir das leid, aber ich gebe immer mein Bestes. Und das wisst ihr sicher, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Ich mache die Videos gerne. Und für die Leute, die sie gerne schauen, mache ich sie noch. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, einen guten Start ins neue Jahr und mögen alle eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Und man wird sich vor dem neuen Jahr nochmal sehen. Und dann kommen noch Silvesterwünsche. Aber bis jetzt mal nur Weihnachtswünsche. Ich habe in den letzten Videos zu Corona sehr viel über Geschenke gesprochen, finde aber Geschenke zu Weihnachten nur zweitrangig bis drittrangig. Ich finde es wichtig, dass man Zeit mit der Familie verbringt und mit Menschen, die man liebt und dass man sich versteht. Natürlich freut sich jeder Mensch, wenn er was geschenkt bekommt.
Aber mir macht es fast mehr Spaß, Geschenke zu verteilen, als welche zu erhalten. Ich habe meine Geschenkeauswahl für meine Geschwister, meine Eltern und so weiter heuer sehr genau getroffen und mir gut überlegt, wie mir was gefallen könnte. Und ich hoffe, ich treffe den Geschmack. Ich freue mich einfach, wenn ich sehe, dass sich jemand über ein Geschenk freut. Dann freue ich mich am meisten mit. Weil eigene Geschenke zu bekommen, ist zwar auch was Schönes, aber nicht so schön wie die Freude eines anderen zu sehen, den man beschenkt. Und das möchte ich ganz ehrlich so sagen. Das war bei mir immer schon so. Und natürlich würde ich blöd reingucken, wenn ich nichts bekommen würde. Aber es ist ja bei uns nicht so. Wir haben eine mittelständische Familie und ein mittelständisches Familieneinkommen. Und somit kommt keiner zu kurz. Und ja, es gehen sich nicht die Riesenwünsche aus, aber normale kleine Wünsche gehen sich aus. Und über die freue ich mich am meisten. Und darüber, dass ich andere Leute beschenken kann. Und die großen Mega-Geschenke möchte ich sowieso nicht haben. Meine iPhones und so weiter kaufe ich mir selbst. Das ist selbst erspart. Und Apple-Geräte habe ich nie von meinen Eltern bekommen. Und das ist für mich selbstverständlich, dass ich das selbst erspare und nicht von meinen Eltern gesponsert wird. Es wäre ungerecht meinen Geschwistern gegenüber. Ich könnte zwar einen neuen Laptop brauchen, aber es geht sich im Moment noch nicht aus. Aber naja. Wie gesagt, ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest, ein schönes neues Jahr und seid glücklich, wenn ihr euch habt, ein Dach über den Kopf und etwas zu essen. Das ist schon mehr als viele auf der Welt haben. Und daran müsst ihr immer denken. Auch wenn nicht die größten Wünsche von euch in Erfüllung gehen, weil ihr euch sie selbst nicht erfüllen könnt oder weil sie von der Familie nicht erfüllt werden. Es ist einfach wichtig, dass gerade diese kleinen Wünsche, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Essen im Magen und Liebe in der Familie erfüllt werden. Das finde ich so viel wichtiger als alles andere. Und das möchte ich hier nochmal sagen. So, und jetzt nochmal auf Englisch. Happy New Year. Merry Christmas, everybody. Thank you for watching my video content and we see us in the next year of 2021. Ja, das war's von mir. Ciao, macht's gut. Arines.